Nach wochenlangem Streit hat ein Gericht in Gibraltar entschieden, dass der mit iranischem Öl beladene Tanker Grace One weiterfahren darf. Bis zuletzt wollten die USA das verhindern. Die britische Marine hatte das Schiff am 4. Juli festgesetzt, wegen des Verdachts illegaler Öllieferungen an Syrien. Auch jetzt ist Großbritannien mit der Gerichtsentscheidung unzufrieden. Zudem habe der Streit um die Grace One nichts mit den Vorfällen im Golf von Hormuz zu tun. Ein Anwalt auf Gibraltar erklärt, das Schiff ist nicht mehr mit EU-Sanktionen belegt und wird deshalb nicht mehr festgesetzt. Es kann Gibraltar sofort verlassen. For the ship to continue to be arrested. The arrest, therefore, it is no longer valid and the vessel can leave immediately. Den von Iran geforderten Tausch zwischen dem iranischen und dem im Golf von Hormuz festgesetzten britischen Schiff hatte London abgelehnt. Der iranische Außenminister wetterte auf Twitter gegen die USA. Die Vereinigten Staaten haben versucht, unser Eigentum per Gerichtsentscheid zu stehlen. Irans Botschafter in London schrieb auf Twitter, die Entscheidung des Gerichts in Gibraltar sei eine demütigende Niederlage für die USA.